So, ich mache das am besten mal so. ich hoffe, es stellt mich jetzt scharf. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich glaube, der Ausschnitt ist jetzt ein bisschen lustig. Ich habe nämlich schon hinten auf den Küchenschrank rangezoomt. Heute, wie ihr vielleicht im Titel gelesen habt, will ich mal meinen Küchenschrank aus- und aufräumen und sauber machen, neu einsortieren, ein bisschen aussortieren. Und ich habe mir dann gestern bei Amazon ein bisschen was. So, ich habe mir gestern auf Amazon noch Sachen bestellt ja, ich sag mal, für noch eine systematischere Ordnung. Die sind allerdings natürlich noch nicht da. Ich habe die jetzt gestern erst bestellt. Gestern war Sonntag. Mal gucken, wann die kommen. Ich werde das natürlich dann noch hinten ranschneiden, wenn ich die Sachen einräume und alles. So, ich stehe jetzt hier vor dem Schrank. Ich bin natürlich ein bisschen größer und als erstes wollte ich den mal außen dran abwischen. Der ist sehr eingestaubt. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier mal Staub zu wischen. Und wir haben noch keinen Mechanismus, dass der Schrank offen hält. Aber ich werde den jetzt einfach offen halten, von selbst. Ich räume erstmal alles aus. Ihr seht jetzt schon ein bisschen, was da so drin ist. Und also was konkret im Schrank ist, zeige ich euch natürlich dann, wenn ich es neu einräume. Ihr seht schon, es lichtet sich ein bisschen. Hier oben ist das schlimmste Fach. Deswegen, da wird dann auch noch, ich sag mal, mehr an so Ordnungshelfern Platz finden. So, ich präsentiere einen leeren Schrank. Die Schränke sind natürlich durch ihre runde Form, ja, was, ich sag mal, was Besonderes, aber durch diese zwei Regalbretter ist das eigentlich sehr unkompliziert, da viel einzuladen. Und gerade hier unten, wo man so Zeug reinwerfen kann, was dann halt nicht gleich rausfällt, beziehungsweise wenn man den Schrank aufmacht, sieht man auch jetzt vielleicht nicht so ganz, was da drin ist. Was natürlich ganz gut ist, weil da kann man hier unten so eine kleine Wühlecke machen. Also wir haben, wie ihr gesehen habt, hier unten jetzt die Küchentücher und so. Ich mache jetzt erstmal alles sauber. Ich zeige euch auch, was ich für Putzmittel verwende. Und zwar habe ich hier den Kitchen Cleaner von Action. Den habe ich noch nicht allzu lange und ihr seht, es ist schon sehr viel raus. Ich mache damit eigentlich täglich die Küche sauber. Meistens abends. Was? Meistens mache ich damit abends die Küche sauber, wenn ich es abends vergesse oder wenn ein Wochenende ist und ich mir denke, ja, du kannst es auch entspannt morgen früh machen, dann mache ich das morgens. Ich sprühe das jetzt nicht direkt aufs Holz und auch nicht direkt aufs Metall, sondern nur auf den Lappen und wische damit einmal durch. Es riecht auch ganz gut nach Limette und schwarzem Pfeffer, soll es riechen, keine Ahnung, es riecht einfach nach Putzmittel. Der Schrank ist sauber, ich lasse ihn ganz kurz noch austrocknen und werde jetzt hier erstmal auf der Bar, wo ich die ganzen Sachen hingestellt habe, erstmal sortieren, was ich dann noch aufhebe und was nicht. Und alles, sage ich mal, schön vorsortieren, zum Beispiel die Handtücher immer neu, alle stapeln, wenn sie zerknittert sind oder so. Ich guck mal, dass ich jetzt die Kamera auf hier unten richten kann. Ich habe nämlich hier die auf den Kühlschrank gestellt, das ist sehr praktisch. Ihr seht vielleicht gerade, ich habe mehr oder weniger vergeblich versucht, die Klammern von hier, wo ein Berg drauf war, hier rein zu sortieren. Allerdings passt es auch nicht. Es ist so krass, wie viele Klammern wir haben. Das Problem ist, wir haben uns halt einen neuen Wäscheständer gekauft. Da passt so viel Wäsche drauf, da brauchen wir mehr Klammern. Deswegen haben wir halt auch mehr Klammern gekauft. Und jetzt kriege ich die irgendwie nirgendwo so richtig unter.
Und ich tue mich aber auch schwer, da zwei Gefäße zu nehmen, weil das ist irgendwie, ja, finde ich irgendwie seltsam, wenn ich da jetzt zwei Gefäße im Schrank habe. Deswegen werde ich einfach mal nochmal nach einem neuen Klammerkorb sozusagen schauen. Also einem ganz anderen Gefäß, was ich dann irgendwie noch kaufe oder sowas. Ja, das dann, also das Gefäß hier, da war eigentlich der Tee drin, den hätte ich auch woanders reintun können, aber der Tee kommt da jetzt wahrscheinlich wieder rein. Und ich werde die Klammern erstmal hier, wie es war, zwischenlagern und stelle das aber nicht mehr in den Schrank, weil das passt gar nicht mehr rein, weil der Klammerberg da so hoch ist. Also muss ich das Ganze jetzt wieder zurückräumen. Ihr seht jetzt hier alles, was endgültig wieder in den Schrank rein soll. Es fehlen noch die Ausstechförmchen, mit denen spielt der Karl gerade. Die sind in einem Beutel. Ich habe da einfach so eine Ikea-Clips-Tüte, oder wie man das auch immer nennt, so eine wiederverschließbare Tüte, wo die ganzen Ausstecher drin sind. Weil dafür finde ich es irgendwie sehr sinnlos, da eine extra, ja, ich sag mal, sowas hier oder so zu holen. Weil die sind meistens eh ganz hinten im Schrank und man braucht die ja eigentlich auch nur an Weihnachten oder wenn man halt mal, wir haben ja auch, ich sag mal, nicht weihnachtliche Motive, wenn es halt mal einen Anlass gibt, dass wir sagen, wir wollen Kekse backen zum Ausstechen oder so. Genau, ich werde das jetzt alles mal einsortieren, dafür werde ich mich aber wieder auf den Stuhl stellen. Und die Sachen, die dann draußen bleiben, das zeige ich euch dann mal, sind die Sachen, wo ich mir noch ein Ordnungssystem überlegt habe, das oberste Fach. So, die Karte, die ich gerade eben hatte, hat die Aufnahme abgebrochen aufgrund begrenzter Schreibgeschwindigkeit. Finde ich ja super toll. Und vorher ist mein Zeitraffer abgebrochen, weil die andere Karte voll ist. Ich habe jetzt die dritte Karte und ihr seht in der Aufnahme erstmal, was ich bis jetzt so eingeräumt habe. Ihr seht hier diese Organizer, also links ist so der, also links, ich kann euch das auch eben zeigen, hier ist der Zubehör für den Mixer und sowas drin. Und rechts ist der Tee. Genau, hier hinten in der Kiste sind unsere Käsemesser. Wir haben ein Käsemesser. Und hier hinten ist koffeinfreier Kaffee. Den benutzen wir ganz selten, deswegen habe ich den jetzt hier hinten reingepackt. Hier unten haben wir eine Kiste, da sind Müllbeutel und sowas drin. Und genau, den Rest könnt ihr jetzt gut erkennen. Dann habe ich hier noch so Frühstückszeug und da habe ich auch eine, irgendwo, wo ist sie hin? Auf dem Kühlschrank habe ich sie abgestellt. Das ist die Tüte mit den Frühstücksflocken, die ich euch noch zeigen wollte. Genau, auf jeden Fall habe ich mir jetzt für die obere Etage überlegt. Also, so Sachen wie zum Beispiel Mehl haben wir hier einmal. Also Mehl, Zucker, Haferflocken und Reis kommt dort oben in eine Box. Ich blende euch jetzt ein Bild ein von der Box. Und die anderen Sachen, die ich hier habe, wir haben hier zum Beispiel einmal Mais, wie heißt das denn? Polenta, also Maisgrieß. Dann haben wir hier Amaranth, Vollrohrzucker. Nein, das sind Linsen, das ist der Vollrohrzucker. Und Sesam, dann haben wir hier noch so Sojaflocken, Sonnenblumenkerne und Puderzucker. Die würde ich gern einfach so lassen. Ich finde es zwar nicht optimal, aber dafür sind die Dosen einfach zu groß für die kleinen Mengen, die man davon kauft hier. 250 Gramm, dafür sind die Dosen meiner Meinung nach, ich habe sie ja noch nicht gesehen, aber denke ich, sind die zu groß. Die werde ich also einfach lose hier rechts in die Ecke stellen, wo man eh selten rankommt. Und links die Dosen aufreihen. Wenn ich natürlich merke, die Dosen sind zum einen doch nicht so groß, man bekommt trotzdem gut Mehl und alles rein, aber man könnte eben auch, also es lohnt sich da auch Puderzucker reinzutun, ist dann nicht nur so ein kleiner Hauch in einer großen Dose, dann werde ich vielleicht nochmal welche nachbestellen für Puderzucker, Sesam, Vollrohrzucker und weiß ich nicht, was mir dann halt noch einfällt.
Vielleicht kann man die Dosen auch gut stapeln. Ich muss halt einfach mal gucken, wie viel Platz dann da noch im Schrank ist, wenn ich diese, also 5 Dosen habe ich bestellt. Bis jetzt habe ich ja auch nur 4 Sachen, die da reinkommen, aber wenn ich die 5 Dosen dann da habe, vielleicht sehe ich dann auch, man kann da auch 2 übereinander stellen, das passt vom Platz her. Und dann ja, werde ich das dann vielleicht so machen, dass ich dann da mit 10 Dosen hantiere. Die ganze Dosen-Action kommt diese Woche. Nee, was ist denn heute? Ich bin so verwirrt, heute ist Donnerstag, ich dachte, heute ist Montag. Vielleicht kommt es morgen oder Samstag. Noch mehr? Ja, sofort. Dann nehme ich euch natürlich mit bei den Dosen und Karl hat nämlich jetzt hier gerade was davon bekommen, aufgrund dessen, was ich hier gerade entdeckt habe. So, es sind ein paar viele Tage vergangen. Die Glasdosen sind angekommen und die entsprechenden Sticker und huch, nein, nicht klauen. Ich habe mir auch noch ein Edding bestellt, habe aber gesehen, dass ich noch einen eigenen hier hatte, den ihr hier sehen könnt. Und der Karl klaut gerade die Haferflocken. Genau, ich habe aus Versehen schon den ersten Sticker beschriftet. Ich glaube, ich werde das aber eher zeitraffern. Und also die Befüllung und alles. Und jetzt nimmt das Ganze gerade hier ungeahnte Dimensionen an. Deswegen suche ich mir erstmal eine schöne Position, wo ich meine Kamera aufstellen kann. So, boah, das sieht richtig cool aus. Sieht richtig cool aus in der Aufnahme, aber auch in der Realität. Ich finde dieses Türkis so wunderschön von diesen Dosen. Philipp findet es nicht so geil, aber es ist eh im Schrank Ja, drin. weil, also ich, also ich bin auch da. Guten Tag, ich bin gerade nämlich schon Ja, drüben wegen Philipp passiert das hier auch gerade. Er wollte das schon sich in den Nagel reißen und Ja, die ich Aufgabe bin auch im ausführen. Bild, bitte. Da. Danke, hallo. Ja, ich finde halt, also ich hätte meinetwegen gerne ein richtiges Grün, also so wie unsere Schränke von der Bar sein können oder eben das Rot von hier oben. So sieht das fertige Ergebnis aus und ich bin sehr zufrieden und werde es jetzt mal einsortieren. Ich habe auch gesehen, man kann die so stapeln. Auf jeden Fall würde das hinpassen. Genau, aber ich räume die jetzt erstmal ein. Also. Ich hoffe, ihr seht es jetzt hier nochmal, auch bei dem ultra schlechten Licht, aber genau so sieht es jetzt aus. Wir haben das jetzt, also ich habe euch ja schon mal den Schrank gezeigt und habe eigentlich gesagt, dass es hierhin sollte, aber hier sind ja so Sachen, die höher sind als das Brett ist und dann wäre das ja doof, dann müsste man es immer so drüber heben. Deswegen haben wir das jetzt erstmal hier rechts hingemacht und wie man sieht, ist jetzt, also man müsste es nochmal konkret ausmessen, aber es sieht genauso aus, als ob hier wirklich noch eins, zwei und dann hier noch eins, also ob genau insgesamt 10 hier oben hinpassen würden. So, und damit sind wir auch am Ende dieses Videos angekommen. Falls wir den Schrank drüben mal irgendwie sortieren, also den anderen Hängeschrank, so in Richtung vielleicht was für die Gewürze oder so, dass man da mal irgendeine schöne Sortierung oder irgendwas findet, dann auf jeden Fall gibt es, wenn, noch mal ein neues Video zu dem anderen Schrank. Und ansonsten finde ich unsere Küche sehr gut organisiert, zumal wir die Küche ja jetzt erst, ich sag mal, noch nicht so lange neu gebaut haben und dementsprechend uns da auch schon Gedanken gemacht haben, was irgendwas für an Organisation anbelangt, zum Beispiel unsere Besteckaufbewahrung. Aber ihr kennt ja unsere Küche auch immer noch nicht im Detail, also von Nee, daher kann das wird Philipp auch irgendwann sein. nächstes Wochenende mal so einen richtig schönen Küchenporn
drehen und schneiden. Ja, bitte. So, dann hoffe ich, dass euch das Video inspiriert hat, gefallen hat und ihr vielleicht Selbstlust bekommen habt, ein bisschen in der Küche irgendwas umzustrukturieren. Ja, ich glaube... Karl sagt schon Tschüss. Ich muss aufhören, ja? Nein, ich glaube, dass es auch... gerade so bei Mehl und so, wo die Tüten oft undicht sind, echt Sinn macht, sich da irgendwelche Lösungen zu überlegen. Und für meinen Geschmack war es einfach viel zu unaufgeräumt, da oben mit 47 angefangenen Tüten, mit jeweils Tütenclips oder zugeklebt oder sowas. Deswegen haben wir jetzt angefangen, da neu zu sortieren. Dann schaut gerne bei unserem letzten Video vorbei, das verlinken wir unten drunter. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video.